Wie immer, von euch für euch unnützes Wissen über Pokémon. Wenn man in Pokémon Schwert und Schild in Kilton gegen Arenaleiterin Kate gewinnt, kann man danach im Restaurant ein Wingull im Hintergrund erkennen, das wie eine Möwe aufs Essen schaut. Des Weiteren kann man auf dem Boden sogar die Form von Lusardin sehen. Der Aufbau der Höhenregion dürfte auf die Handlung von Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd anspielen. Die Region lässt sich in eine nordwestlich gelegene Hauptinsel auf Festland und in ein südöstliches Meer untergliedern, wodurch sie einander gegenübergestellt werden. Dies soll auf den Kampf zwischen dem Land und des Meeres bzw. zwischen Groudon und Kyogre anspielen, welcher durch die Pläne von Team Magma und Aqua und der dadurch entstehenden Rivalität der beiden Verbrecherorganisationen nochmals aufgegriffen wird. Während Team Magma versucht, die Landmassen zu erweitern, setzt sich Team Aqua für die Expansion der Meere ein. Es gibt auf der Route 210 in der Sinnoh-Region einen Karateka, der genau denselben Satz sagt wie in Pokémon Go ein Team Go Rocket Rüpel, der Kampf-Pokémon hat. Beide sagen, diese muskulöse Körper dienen nicht nur der Show. Einall ist die erste Region der Hauptserie, in der keine wilden Pikachu, Tentacha, Voltoball oder deren Entwicklungen auffindbar sind. In Kilton beim Leuchtturm gibt es einen NPC, der einen fragt, ob man den Live-Auftritt der Maximizers gerne einmal sehen möchte. Sollte man die Frage zweimal bejahen, so werden die Credits der Spiele wiedergegeben. Diese kann man im Übrigen nicht überspringen. Da in Pokémon Schwarz und Weiß 2 gegenüber Schwarz und Weiß 2 Orden geändert wurden, gibt es in der Einall-Region insgesamt 10 verschiedene Orden anstatt 8 Orden wie in allen anderen Regionen. In Schwert und Schild gibt es auch 10 Orden, allerdings hängt es von der Edition ab, welche man bekommen kann und welche nicht. Man kann in Pokémon Smaragd nirgends auf den Team Magma-Vorstand Yrdis treffen. Im Gegensatz zu Rubin, wo man gegen sie kämpfen muss, und in Saphir sieht man Yrdis auch nur. In der Aether Foundation in Pokémon Ultrasonne und Ultramond findet man Mon. Es gibt eine geheime Sequenz in der Aether Foundation, in der sich Sementa und Mon unterhalten. Daraufhin fragt Gladio, Mons Sohn, ob Sementa seine Mutter einfach seinen Vater gehen lassen will. Sementa bejaht die Frage, weil er angeblich so glücklich aussah. In Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir sieht der Pokédex wie ein Game Boy Advance aus und der Poké Multinavi wie ein Game Boy Advance SP. In Pokémon Schwarz und Weiß ist es nicht möglich, die letzte TM Standpauke zu erhalten. Denn für diese TM bräuchte man das Item Tresorkapsel. Da die Tresorkapsel aber nie verteilt wurde, ist es nicht möglich, in Pokémon Schwarz und Weiß die TM Standpauke zu erhalten. Katagami spricht im Anime in Staffel 22, Folge 32 auf Messerschneide rückwärts. Im Japanischen sagt es, wieder einmal habe ich ein wertloses Objekt zerschnitten. Dies ist eine Anspielung auf ältere Samurai-Filme, bei denen dieser Satz mehrmals im Film gesagt wird. Alle Evoli-Spezialattacken in Pokémon Let's Go Evoli sollen an alle Evoli-Entwicklungen anspielen. So bekommt man in Azuria City die Attacken Flackerbrand vom Typ Feuer, Knisterladung vom Typ Elektro und Blubsauger vom Typ Wasser. Dies ist angelehnt an Flamara, Blitzer und Aquana aus der ersten Generation. In Prismania City wird auf die zweite Generation mit Psyana und Nachtara angespielt mit Pulsieraura vom Typ Psycho und Quellzone vom Typ Unlicht. Schließlich wird noch in Fuxania City auf Volipurba, Glaciola und Felinara hingewiesen mit Sprießbomben vom Typ Pflanze, Klirrfrost vom Typ Eis und schließlich Glitzersturm vom Typ Fee. Wenn man in Pokémon Go gegen die Teamleiter in der Meisterliga kämpft, hat jeder als erstes Pokémon ein Exemplar der drei legendären Raubkatzen. Blanche besitzt Suicune, Candela besitzt Entei und Spark besitzt Raikou. Als zweites Pokémon hat jeder von ihnen ein pseudo-legendäres Pokémon. Blanche besitzt Metagross, Candela besitzt Brutalanda und Spark besitzt Despotar. Als letztes Pokémon haben sie schließlich ein Exemplar der drei legendären Vögel. Blanche besitzt Arctos, Candela besitzt Lavados und Spark besitzt Zapdos.
Setzt man bei Pokémon Rot, Blau und Gelb Dunkelnebel ein, werden nicht nur die Statuswertveränderungen entfernt, sondern auch alle Statusveränderungen wie Paralyse und Verwirrung. Auch Reflektoren und Lichtschilde werden entfernt, ähnlich wie man das heute von der Attacke Auflockern kennt. Es gibt eine sogenannte Rückentwicklung, die aber in den Hauptspielen nicht existiert. Trotzdem wird in den Pokédex-Einträgen von Lamos, Lashuking und Kokowai behauptet, dass bei ihnen zumindest teilweise die Rückentwicklung funktioniert. Es gibt aber wirklich Momente, an denen eine Rückentwicklung passiert. In Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit gibt es ein Rückspulorb, was alle Gegner im Raum zurückentwickeln lässt. In Super Mystery Dungeon haben der Protagonist und der Partner ein Freundschaftsschal, womit sie durch den Baum des Lebens in ihre letzte Endstufe sich entwickeln können. Verliert dieser Freundschaftsschal an Energie, entwickeln sie sich auch zurück. Im Manga Pocket Monsters Special kommt sogar eine Rückentwicklung vor, die nicht natürlich ist. Auch im Sammelkartenspiel ist eine Rückentwicklung mit einer Karte wie dem Rückentwicklungsspray möglich. In der vierten Generation konnte man mit Hilfe vom Park der Freunde Pokémon von den Game Boy Advance Spielen auf den DS übertragen. Allerdings gab es bei Diamant, Perl und Platin eine Begrenzung, sodass alle 24 Stunden nur 6 Pokémon von einer GBA-Edition übertragen werden konnten. Bei Pokémon Heart Gold und Soul Silver hingegen gibt es diese Regelung nicht mehr und man konnte so viele Pokémon rüberwandern lassen, wie man wollte. Giratina und alle Entwicklungsstufen von Katapultra sind die einzigen Pokémon, die aufgrund ihrer Typen eine Schwäche gegen beide Eigentypen, also Drache und Geist, besitzen. Denn Drachen- und Geist-Pokémon sind die einzigen Pokémon, die sich selbst sehr effektiv treffen können. Durch ein Goruawase, ein japanisches Zahlenwortspiel, lässt sich Sophoras Nummer 881 im Japanischen auch als Yabai lesen. Übersetzt heißt dies so viel wie gefährlich. Die fünfte Generation war die einzige, in der je nach Edition eine Stadt anders hieß, nämlich Weißer Wald und Schwarze Stadt. Die Namen beider Städte sind im Deutschen sogar eine Alliteration. In den Spielen sagt Psycho Kessei auf Route 10 in Pokémon X und Y nach einem Sieg über ihm, dass die Stärke des Spielers über 9000 sei. Dieser Satz ist eine Anspielung auf das bekannte Meme It's Over 9000 von Vegeta aus dem Anime Dragon Ball Z. Pokémon, die ein Giga-Dynamax-Symbol neben ihrem Namen haben, sind in der Lage, eine Giga-Dynamaximierung durchzuführen. 7 Pokémon, die dieses Symbol haben, können aber keine Giga-Dynamaximierung durchführen. Das wären die Kanto-Starter und ihre erste Entwicklung, also Bisasam, Bisaknosp, Glumanda, Glutexo, Shigi und Shilok. Ebenso gehört Hokumil, die Vorentwicklung von Pokusan, dazu. Die Attacken Kometenhieb und Kratzfurie sind die einzigen Attacken, welche keine variable Stärke haben, bei denen die Attackenstärke nicht durch 5 teilbar ist. Beide Attacken besitzen eine Stärke von je 18. Bis Generation 6 zählte auch Nadelrakete mit einer Stärke von damals 14 dazu. Der Name einiger Pokémon leitet sich von geläufigen Aussagen ab. Ordoch leitet sich aus den Wörtern Ohr und Odoch ab. Der Name Servol setzt sich aus den Wörtern Service und Servol zusammen. Isso kommt von Istso, wohin genau von wohin genau. Wenn man in Pokémon Schwert und Schild vor Route 2 kein Pokémon fängt und dort ankommt, zeigt Deleon einem das Fangtutorial, ohne zu fragen, ob man das wissen möchte. Er setzt in diesem Fangtutorial selbst ein Micro auf Level 10 ein, um ein Volley auf Level 7 zu fangen. Hat man bis dahin allerdings ein Pokémon gefangen, erscheint das Fangtutorial automatisch nicht. Die Arenen in den Regionen Kanto und Johto ergänzen sich hinsichtlich ihrer Typen gegenseitig. Bis auf den Unlicht-Typ kommt jeder Typ, welchen es in den ersten 5 Generationen gibt, einmal vor. Der fehlende Typ wird durch Blau ergänzt, der sich als einziger Arenaleiter auf keinen bestimmten Typ spezialisiert hat. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung zu diesem Projekt hier. Wenn ihr weiteres unnützes Wissen habt, könnt ihr mir das gerne per Privatnachricht via Social Media einschicken. Bitte per Privatnachricht, denn die Zuschauer sollen ja nicht vor dem nächsten Video schon gespoilert werden. Hat euch das Video rund um das unnütze Wissen in Pokémon gefallen? Wenn ja, natürlich hier an der Stelle liken, hypen, nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich hier an der Stelle gerne abonnieren bzw.
die Glocke aktivieren, um überhaupt nichts mehr rund ums Pokémon-Universum zu verpassen. In diesem Sinne, auf mehr unnützes Wissen über Pokémon.